Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Webcast vom Mikroleblog. Und wer meinen Blog verfolgt, der weiß, dass ich mir vor 2 Tagen Windows 8 auf dem PC draufgespielt habe. Und ja, in diesem Webcast möchte ich euch kurz zeigen, warum ich so begeistert bin. Und zwar ganz einfach, es ist nicht nur das Design, das ist ja schon viel durchs Internet gegangen und die meisten Leute sagen, ja, okay, das Design ist ganz nett, aber ich weiß nicht so richtig hier, was ich mit meiner Maus machen soll, wenn ich hier mit meiner Maus durchsteuere. Das fühlt sich alles noch nicht so richtig an und da gibt es nur eine einzige Antwort drauf. Das ganze Ding ist nicht dafür gemacht worden, um es mit einer Maus zu bedienen. Und wenn ihr euch das mal vor Augen führt und jetzt mal anguckt, wie das bei mir läuft, dann werdet ihr das vielleicht auch erkennen. Ich habe ein X61-Tablet, das wisst ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr das Blog verfolgt. Und Folgendes ist passiert. Der hatte schon immer Touch, aber jetzt ist mir aufgefallen, dass diese Touch-Funktion in dem Laptop zum ersten Mal Sinn macht, weil... Wie gesagt, Windows 8 ist für Touch und Tablets optimiert und auf einmal ergeben sich Möglichkeiten, die sich vorher nicht ergeben haben. Und wenn ihr das Ganze jetzt, was ich euch so ein bisschen demonstrieren möchte, hier zum Beispiel mit der Wetter-App euch anguckt, dann seht ihr direkt, wenn ich hier mit dem Finger lang gehe, das fühlt sich alles ein bisschen richtiger an, als wenn ich jetzt, das war ein bisschen zu weit, als wenn ich jetzt hier versuchen würde, mit der Maus nach links und rechts zu gehen. Das ist... Kann ich verstehen, dass das Leute vielleicht nicht ganz so toll finden, aber wenn ich hier wie vom Handy, wie man es vom Handy kennt, eben mit einem Swipe vom Finger durchgehe, dann erkennt man schon, dass das Ganze Sinn macht. Ja, dann auch so eine Sache, als kleine, so die 2, 3 Basics, die es gibt, grundsätzlich, wenn ich von unten nach oben swipe, in diesem Fall von oben nach unten, dann kommen hier so die Einstellungsmöglichkeiten der App, wo ich zum Beispiel hier verschiedene Standorte in der Wetter-App definieren kann. Jetzt suchen wir hier nochmal eine neue Location einfach. Und ihr seht, obwohl ich da hier auch die Maus benutzen könnte, ich gehe viel mehr auf einmal mit dem Finger dran, als das früher der Fall war. Aha, jetzt seht man, in New York ist großer Nebel, sogar ein Nebelalarm ausgerufen worden für heute. So, ich gehe mal wieder ein bisschen zurück. Und ja, wenn ich jetzt noch eine andere Windows 8 Grundfunktion, wenn ich jetzt hier von rechts in die Mitte swipe, dann kommt wie so eine Art generelles Menü, wo ich verschiedene Möglichkeiten habe. Es zeigt zum einen in diesem Bereich eben Uhrzeit und Datum, Akkustand. Und hier an der rechten Seite gibt es dann auch wieder spezifische Möglichkeiten. Hier ist auch der Start-Button, den so viele vermissen. Ich gehe mal wieder nochmal zurück. Oder ich kann halt auch direkt hier wieder in Einstellungen gehen, die sich hier mit der Wetter-App spezifischen Einstellungen befassen. Also hier zum Beispiel im About, von wem das Ganze ist oder Berechtigung, was für Berechtigungen die App hat. Die darf zum Beispiel meine Position überprüfen beziehungsweise kann auch im Hintergrund beziehungsweise im Sperrbildschirm ausgeführt werden. Ja, ich möchte jetzt gar nicht durch die ganzen Apps im Spezifischen durchgehen. Was mir auf einmal sehr, sehr gut gefällt, was ich niemals für möglich gehalten habe, sind diese Live-Tiles, also diese Kacheln, in denen hier immer schon die aktuellen Informationen angezeigt werden. Hier in dem Kalender-Live-Tile steht jetzt zum Beispiel, dass ich von 8 Uhr bis 9 Uhr Video für meinen Blog machen wollte. So, das Ganze ist wieder sehr, sehr schön hier. Das war einmal zu viel geklickt. Ich swipe hier die Informationen, bin in der Monatsübersicht. Ja, bei das E-Mail funktioniert ähnlich schön. Was mir bei dem E-Mail sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass ich bei dem E-Mail hier direkt Exchange-Konten einfügen konnte. Und ja, das war früher, glaube ich, in dem Mail-Programm nicht so richtig möglich, beziehungsweise das Einfügen der Exchange-Konten, das heißt jetzt nicht nur Mail, sondern auch der Kalender wird sich mit Exchange synchronisieren und auch meine Kontakte. Was bei Kontakte auch eine ganz nette Sache ist, ist auch hier wieder, kann man hier unten vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man es so richtig erkennt, müsste man aber in diesem Bereich, womit das alles verbunden ist, nämlich es ist einmal mit meinem Microsoft Live-ID verbunden, dann mit Facebook und mit 2 verschiedenen Exchange-Ordnern. Und bei Neuigkeiten ist zum Beispiel hier auch direkt, wie man es glaube ich vom Windows Phone auch kennt, Neuigkeiten, die man hier in dem Facebook-Kanal hat, das müsste sich jetzt mal ein bisschen, so, da hat sich es gerade aktualisiert. Ja, das sind meine Facebook-Aktivitäten, das ist hier von gestern, wo ich tatsächlich noch einen alten zweiten Tablet im Schrank gefunden habe, auf den ich auch direkt Windows 8 draufgespielt habe.
zu sehen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin wirklich begeistert von Windows 8. Und was viele Leute nicht verstehen, ist, warum ich zum Beispiel, ich kann jetzt natürlich mit der Windows-Desktop-Taste in die alte klassische Desktop-Ansicht wechseln. Und dann habe ich ganz oft gelesen, dass Leute nicht verstehen, ja, ich habe hier einmal den Internet Explorer, wie man ihn kennt, aber wenn ich hier in diesem Startmenü in den Internet Explorer gehe, dann ist ein zweiter Internet Explorer drin. Warum ist das so? Das ist ganz einfach theoretisch, weil, bitte behaltet im Hinterkopf, das Ding ist für Tablets optimiert und dieser Internet Explorer hier, der halt auch. Und ja, was soll ich sagen, der ist halt für die Benutzung mit Touch optimiert. So, jetzt gehen wir nochmal kurz auf meinen Blog. Erster Eindruck, das habe ich beschrieben. Ja, so langsam, 5 Minuten oder 6 Minuten haben wir jetzt geschafft. Eigentlich möchte ich jetzt in diesem Webcast gar nicht viel mehr erzählen, außer, und das ist wirklich was ganz Tolles, womit ich niemals gerechnet habe, das Ganze hat dazu geführt, Windows 8, erstens bei mir zu der Einsicht, ich möchte nicht mehr zu Windows 7 zurückwechseln mit meinem Tablet. Das ist der Punkt 1, weil hier läuft auch alles ziemlich perfekt. Und der zweite, auch sehr, sehr spannende, für mich eigentlich fast undenkbar vorherige Erkenntnis. So, das ist jetzt nur mal so eine kleine App-Demonstration, wollen wir uns gar nicht angucken. Die Erkenntnis, von der ich gerade rede, ist dieser Ökosystem, also ein Ökosystem für alle Geräte, also sei es Handy, Laptop, Desktop oder ARM-Tablet, der macht Sinn. Und um den wirklich voll auszunutzen, bin ich zu folgender Erkenntnis gekommen. Und zwar, ich brauche ein Windows Phone. Und genau das habe ich mir geholt. Und wie ich das so finde in der nächsten Zeit, das werde ich euch auch in den nächsten Webcasts erzählen und was es für Synergieeffekte zwischen den beiden gibt. Das auch. Und aber man erkennt direkt, dass das Ganze irgendwie zusammengehört. Hier das Internet Explorer Logo ist ziemlich genau dasselbe. Und ja, spannende Zeiten kommen auf uns zu. Vielen Dank fürs Einschalten.